Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute Ende des Monats, 31. Mai, wieder mit dem Meta-Ranking für diesen Monat. Hat sich wieder eine Menge getan. Es gab viele Turniere, viele Nationals, auch eine YCS in Amerika. Wir selbst sind gerade erst von der DM zurückgekommen. Immer noch richtig müde, richtig tot, aber das Video muss trotzdem kommen. Also vor der DM war das Meta relativ unsicher. Wir wussten nicht genau, welche Decks jetzt gespielt werden oder in welcher Form und welche jetzt halt die krassesten sein werden. Aber denke, jetzt nach dem Wochenende hat sich da einiges herauskristallisiert. Fangen wir mal an auf Nummer 10. Mermel war letzten Monat auf Platz Nummer 5. Einfach nur, weil letzten Monat, also war es auf Platz 5, weil es da nichts Besseres mehr gab. Die ganzen Decks wurden halt nicht gespielt. Da war nichts relevant nach den Top 4 Plätzen. Für Mermel an sich hat sich nichts geändert. Es wird immer noch ein bisschen gespielt. Ich habe sogar selbst gegen eins gespielt auf der DM. Aber die anderen Decks haben sich halt verändert, beziehungsweise neue Decks sind in die Top 10 gekommen. Deswegen ist Mermel runter auf Platz Nummer 10 gesunken. Dann finden wir auf Platz Nummer 9. Theoretisch gefallen, weil letzten Monat waren die noch zusammen. Die Monarchen, Domain Monarch. Wie gerade gesagt, letzten Monat waren die noch zusammen auf Platz Nummer 2. Diesen Monat haben sich die zwei Decks sehr stark voneinander getrennt, also XYZ Monarch bzw. Extra Deck Monarch finden wir ganz weit vorne später noch, und Domain Monarch wurde sehr viel gespielt, aber konnte überhaupt nicht überzeugen. Sind eben viel anfälliger gegen Side Deck Karten wie Maske zum Beispiel, wo die halt wenig Outs haben, und XYZ Monarch dagegen viel mehr und sind einfach viel langsamer, haben weniger Optionen. Dann kommen wir zum 8. Platz. Da haben wir das Synchro Fusionist Deck. Letzten Monat noch ein Geheimtipp gewesen. Habe ich auf den 9. Platz getan. Viele haben sich gefragt, was das überhaupt für ein Deck ist. Mittlerweile sollte man es eigentlich kennen. Lorenzo, unser neuer Spieler, hat das gezockt auf der DM. War Top 16 Deckbefall, findet ihr auf unserem Channel natürlich. Combo-Video wird folgen. Und für ihn lief das Deck ohne Probleme. Frage ist halt, wenn Leute das Deck kennen, wie reibungslos das dann spielbar ist. Aber in den Top 10 sollte es auf jeden Fall mit dabei sein. Diesen Monat Platz 8, einen Platz gestiegen vom letzten Mal. Und schaut euch auf jeden Fall noch das Deckprofil an. Dann haben wir neu auf Platz Nummer 7. Lange nicht mehr im Meta-Ranking gehabt. Josenju, alles wegen Demise. Josenju Anti ist wieder mit dabei. Beziehungsweise ist jetzt neu mit dabei. Davor früher nur Josenju normal, ohne Anti-Elemente. Leute streiten sich immer noch, welche Anti-Variante besser ist mit dem Mais, also Josenju oder Clifford. Ich habe jetzt mal Josenju hinter Clifford getan, aber wahrscheinlich auch nur, weil Clifford öfter gespielt wird. Deswegen hat Clifford größeren Eindruck hinterlassen. Würde man beide Decks einzeln betrachten, beziehungsweise würden beide Decks gleich oft gespielt werden, dann würde das, glaube ich, näher, knapper sein zwischen den zwei Decks. Ein Zuschauer von uns, cooler Typ. War mit dem Deck Top 4, Josenju Anti. Konnten leider kein Deckprofil mehr machen, weil er eben so weit gekommen ist und wir davor schon losgefahren sind, aber auf jeden Fall Shoutout an dich. Dann haben wir auf Platz Nummer 6 das andere Anti-Demise-Deck, Clifford. Wurde auch relativ oft gespielt, Nikots zum Beispiel gespielt. Bei ihm lief es Main Event technisch nicht so gut, aber Side Event technisch konnte er was reißen. Ist halt ein typisches Anti-Deck, wenn man alles hat und der Gegner nichts machen kann, gewinnt man halt. Hat halt Probleme gegen größere Monster, falls sie schon mal liegen. Oder falls der Gegner schon mal das ganze Setup hat. Aber ein gutes Deck und wieder im Meta mit dabei. Dann haben wir auf Platz Nummer 5 Dracopulse. Also die Variante, die ich gespielt habe. Zählt zum Beispiel dazu mit dem Vanilla-Tuner da. Und auch die Odd-Eyes Sky Iris-Versionen. Es gibt jetzt noch eine neue Variante mit einer anderen Engine, die ist ein bisschen weiter vorne, dazu komme ich später noch. Aber diesen Monat auf Platz Nummer 5 eben die Dracopulse mit oder ohne Order ist. Immer noch im Meta vertreten, trotz der Bannliste. Dann auf Platz Nummer 4 die neue Panel-Variante mit Dracopulse, mit allem eigentlich. Alles zusammengeschmissen. Ist mit Magic Spectre, Dracopulse, Odd-Eyes Magician, Magic Spectre. Und Performer Pulse natürlich. Die Variante scheint ein bisschen besser zu sein als die ich selbst gespielt habe. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, aber
für diesen Monat auf jeden Fall Platz Nummer 4. Dann haben wir überraschenderweise immer noch auf Platz Nummer 3 Burning Abyss. Letzten Monat auch auf Platz Nummer 3 gewesen. Man dachte, BR wird zerstört werden, raus aus dem Meta fallen wegen Cherry Blossom oder Winter Cherries, Ghost Reaper, wie auch immer die heißt. Hat sich herausgestellt, dass es nicht so ist. Burning Abyss immer noch krass mit dabei und immer noch sehr stark. Ich selbst habe zum Beispiel DM nur gegen BR kassiert, zweimal. Ansonsten eigentlich gar nicht. Ziemlich konstantes Deck, das viele Plays hat, viele Monster spammen kann, die OTK geben kann, rumstolen kann. Ein BR-Spieler hat sogar gegen Tati gewonnen, obwohl Tati First Turn Dark Planet rausgelegt hat. Immer rumgestolt und dann durch Schaden und Barbar gewonnen. Also die können sehr viele Sachen machen. Es gibt sogar eine neue kleine Tech-Karte für die BRs, wo die dann auf diesen Ultimate Falcon kommen können. Also BR auf jeden Fall noch nicht tot. Dann haben wir auf Platz Nummer 2 gefallen einen Platz. Letzten Monat auf Nummer 1 Cosmo. Cosmo war klar, dass es eines der stärksten Decks werden wird oder sein wird. Und dem war es auch so. Viele Cosmo-Spieler haben das Deck gespielt, viele Tops, dies, das, aber überraschenderweise neue Cosmo-Variante mit Demise. Dazu werden wir sicher noch ein Video machen und mal die Meinung der Jungs anschauen, was die davon halten. Also ich und Tati haben auch über dieses Deck diskutiert, also bevor es rauskam, und haben uns ein paar Varianten überlegt, aber wir haben es nicht durchgezogen. Wir hatten nur die Ideen, aber anscheinend funktioniert es doch so und andere haben es durchgezogen. Aber wie gesagt, die Variante schauen wir uns mal am Wochenende an und dann gibt es dazu noch ein Video. Dann haben wir auf Platz Nummer 1 XYZ Monarch, beziehungsweise Extra Deck Monarch, weil es auch noch eine Synchro-Variante gibt. Also früher hieß es immer Monarchen Brücken viel zu hart, aber anscheinend jetzt nicht mehr so. Wurde konstanter gebaut, wer weiß. Anscheinend dieses Wochenende und so haben Fire King Cosmo bei weitem mehr gebrickt als Monarchen, beziehungsweise die meisten Decks haben jetzt mehr gebrickt als davor. Und in dem Sinne konnten die Monarchen das halt ausnutzen. Barish hat zum Beispiel öfters gegen die gespielt und er kann nicht verstehen, wie Leute meinen, dass Monarchen bricken. Er nennt es Anti-Brick-Monarch, weil es gegen ihn zum Beispiel nie gebrickt hat. Und wir wissen alle, wenn Monarchen nicht brickt, dann ist es auf jeden Fall das stärkste Deck. Bisher der schlimmste Gegner von Monarchen war einfach Monarch sich selbst, dass sie einfach sich zu Tode bricken, aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist Monarchen einfach das stärkste Deck und deswegen auf Nummer 1. Das war die Liste für diesen Monat. Wie immer, schreibt unten in die Kommentare, was ihr von der Liste haltet, welche Decks ihr vorne seht, welche Decks ihr spielt, welche Decks ihr in die Top 10 tun würdet. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video und bis dahin, leidet nicht. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereiche und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen von neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.